Wenn euch unsere Dokus gefallen, dann zeigt uns das gerne mit einem Like. Vergesst auch nicht, uns zu abonnieren für weitere Videos und Informationen. Eure Fragen, eure Meinung gern unten in die Kommentare. Freitagnachmittag, den 19.01., kommt es auf der A8 in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Rutesheim und Leonberg West zu einem folgenschweren Unfall. Ein Ford Transit Transporter ist mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und zu geringem Abstand in das Heck des Renault Masters geknallt, dieser dann durch die Wucht des Aufpralls in Richtung linke Fahrspur abgewiesen wurde, dabei an der mittleren Fahrspur noch einen Volvo touchierte und dann auf der linken Seite umkippte und entgegen der Fahrtrichtung auf der A8 liegen blieb. Das eben erwähnte touchierte Volvo-Fahrzeug von der Mittelspur ist auf unseren Aufnahmen bereits nicht mehr zu sehen, da dies beim Eintreffzeitpunkt des Reporters schon abgeschleppt war. Alle drei Fahrer und Fahrerinnen, also der Ford-Transit-Fahrer, die Volvo-Fahrerin und der Renault Master-Fahrer, wurden leicht verletzt und kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Der Beifahrer vom Ford Transit war schwer eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit technischem Gerät befreit werden. Der schwer verletzte Beifahrer wurde dann anschließend vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Insgesamt handelte es sich somit um 4 Verletzte. Aufgrund des komplexen Unfallbilds wurde dennoch von der Polizei und der Staatsanwaltschaft ein Gutachter zur Unfallstelle bestellt, um den Unfallhergang genau ermitteln zu können. Unter anderem waren im Einsatz die Feuerwehr Leonberg und die Feuerwehr Rutesheim, der Rettungsdienst aus dem Landkreis Böblingen, das THW, ein Rettungshubschrauber, die Polizei Ludwigsburg und Autobahnpolizei. Noch genauere und ausführlichere Informationen dazu findet ihr wie immer unterhalb des Videos in der Videobeschreibung.
Wenn euch auch diese Videodoku wieder gefallen hat oder informativ für euch war, würden wir uns wie immer über ein Like von euch sehr freuen. Selbstverständlich dürft ihr gerne, falls ihr nicht geschehen, unseren Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um auch zukünftig keine weiteren Inhalte mehr von uns zu verpassen. Und wie immer dürft ihr jetzt anschließend hier unter dem Video in den Kommentaren eure Meinung kundtun, eure Fragen stellen oder euch gegenseitig austauschen.